100 years ago, a young precision mechanic made the following note in his workshop journal. Lilliput camera for cine film completed. This invention went on to revolutionize and shape the history of 20th century photography. Oscar Barnack was born on the 1st of November 1879 in Lino, a small village 40 kilometers south of Berlin. He came from a humble background and, at the age of three, moved to Berlin with his parents. His education began in 1885 at the school in Giesendorf. Today, a small street in the neighborhood bears his name. At the age of 14, Barnack began an apprenticeship as a precision mechanic and, after traveling to qualify as a master, arrived in Jena in 1901 and began work in the microscope development department at Carl Zeiss. In 1908, his friend and colleague Emil Mechau moved to the Optische Werke Ernst Leitz in Wetzlar. When they were looking for a master mechanic for the experimental workshop for microscopes, Mechau recommended Barnack for the job. Barnack kam nach Wetzlar, das war im Jahre 1911, und zwar im Januar. Leitz suchte damals einen neuen Meister für die Mikroskopversuchsabteilung. Das Werk Leitz war damals schon sehr bedeutend. Es war der größte Mikroskophersteller der Welt. Der Ernst Leitz II war jemand, der Talente erkennen konnte und sozusagen menschlich einbetten und fördern konnte. Er hatte ja Oscar Barnack nach Wetzlar geholt, obwohl Oscar Barnack in einem Brief davor warnte, ihn zu holen, weil er hatte immer so ein Lungenleiden. Also er musste immer auf Kur gehen und hat ihm Ernst Leitz angeboten, dass man sich darum kümmern würde. Alongside his other official projects at that time, Oscar Barnack also constructed a cine camera. As a passionate photographer, he often made trips to places around Wetzlar with his heavy equipment. But the weight of the cameras, along with his lung ailment, made these tours very difficult indeed. In der Regel fotografiert man auf Glasnegativen in mittelgroßen Formaten. Die Kameras sind groß, oft aus Holz, relativ schwer, umständlich, nicht gerade handlich. Profis wie Amateure bedienen sich dieser Systeme, die sich vor allem durch eine gewisse Trägheit auszeichnen. Barnack hat nebenher Eigenentwicklung betrieben und mein Urgroßvater und mein Großvater haben natürlich immer mal geschaut, was er da macht, fanden das gut und haben ihn ermuntert, weiterzuentwickeln. Und wir wissen auch genau, wann er was gearbeitet hat, denn es gibt ein Werkstattbuch und dort hat er sich Notizen gemacht. Und diese Notizen beziehen sich immer auf eine Lilliput-Kamera. Und diese Lilliput-Kamera hat er dann noch mit dem Zusatz versehen für Kinofilm. Und das war die Kamera, von der wir heute sagen, das ist die Ur-Leica, der Prototyp einer Leica-Kleinbildkamera. Und nachdem die Kamera dann als Prototyp fertig war, hat sie mein Großvater mit auf eine Reise nach New York genommen und war sehr angetan, aber war der Meinung, hier ist noch einiges zu tun. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte war ja, dass man damit eine lebendige Live-Fotografie machen konnte. Er hat dann gesagt, wir müssen diese Entwicklung weiter im Auge behalten. Das war dann alles und dann begann der Erste Weltkrieg und damit war die Weiterentwicklung der Leica nicht mehr möglich. In the war years, Oscar Barnack had to work on other projects in the field of optical devices for military use. It was 1920 before Ernst Leitz decided to press forward with the development of the 35mm still picture camera. He commissioned Max Biereck, an expert lens designer, to develop an appropriate lens for the Leica. Und ich glaube, man muss den Erfolg der Leica auch dahingehend sehen, dass eben hier ein Zusammenspiel eines Technikers, eines Feinmechanikers, nämlich Oscar Barnack, und eines optischen Rechners, nämlich Max Biereck, stattfanden. In June 1924, Germany was in a deep recession, Ernst Leitz II called his immediate staff to a meeting in his office. Mein Großvater hatte im Auge, er wollte unbedingt Arbeitsplätze erhalten bei Leitz. Und er hat gesagt, ich entscheide hiermit, es wird riskiert. Und die Leica hat dann die Welt der Fotografie total verändert. 1924 war wirtschaftlich für Deutschland ein sehr schweres Jahr. In dieser Zeit eine Kamera
wie die Leica auf den Markt zu bringen? Das war schon mutig, es war visionär und der Erfolg lässt sich zurückführen auf die Qualität, die sich schnell rumgesprochen hat, auf die Nachhaltigkeit, die Langlebigkeit, auf die Tatsache, dass die Leica klein, leicht, immer einsatzbereit war. Und dann war die große Frage, ja, wer würde dann die Kamera kaufen? Darauf haben zunächst natürlich ambitionierte Amateure reagiert, 1925, 26, aber sehr schnell auch Profis, Walter Bossart zum Beispiel, später dann auch Erich Salomon, Robert Capa, eine neue Generation von Bildjournalisten, Künstler rund ums Bauhaus, innovativ denkende junge Fotografen, die älteren weniger, die blieben bei ihren alten Kameras, aber die damalige Jugend hat dann eben auf die Leica reagiert und sich diese Kamera dann angeschafft. Oskar Barnacks Erfindung gibt mir ein Werkzeug, was klein und diskret ist und es mir ermöglicht, die Bilder zu machen, die ich sehe. Die Leica ist für mich eine Kamera, die sich nicht aufdrängt. Und wenn ich Menschen porträtiere, fühlen sie sich nicht erschrocken von der Kamera, sondern sie sind eigentlich überrascht über den direkten Kontakt, den ich die ganze Zeit während des Fotografierens mit der Person habe. The first model of the Leica was an enormous success. The 35mm camera not only transformed the photographic market around the globe, it also engendered an entirely new style of photography. By 1933, Leitz had already sold 100,000 Leica cameras. Oskar Barnack ist natürlich berühmt als Techniker, aber man sollte den Fotografen nicht vergessen. Ich glaube, diese Seite ist mitentscheidend für den Erfolg der Leica. Er hat selbst fotografierend die Möglichkeiten dieser Kamera erschlossen in vielfältigen Bereichen. Porträt, Landschaft, Straßenfotografie, Reportage, den Blick von oben aus dem Zeppelin. Also er hat im Grunde das neue Sehen schon erprobt, bevor es diesen Begriff in den 20er Jahren gab. Er ist bis eigentlich zuletzt bei Leitz geblieben, hat aber dann eine Lungenentzündung bekommen und ist dann bereits 1936 gestorben. Was bleibt als Vermächtnis, ist natürlich diese großartige Erfindung, die er als Techniker und genialer Konstrukteur auf den Weg gebracht hat. Das Erbe von Oskar Barnack in die Zukunft ist diese Verpflichtung, dass was gute Fotografie ermöglicht, umzusetzen, wenn es nur technologisch und produktionstechnisch geht. Ich denke, da stehen wir weiterhin dazu.